Hey, schön, dass ihr dabei seid. ZDF heute live und gut, dass ihr so früh dabei seid, denn wir haben Spannendes vor heute. Wir werden gemeinsam mit euch heute die Rückkehr des deutschen Astronauten Matthias Maurer zurück zur Erde verfolgen. Und nach einem halben Jahr kehrt er jetzt zurück zu uns auf die Erde nach einem halben Jahr im All. Und vor wenigen Minuten konnten wir schon den sogenannten Orbit Burn beobachten. Da haben wir auch Bilder, die hoffentlich vorliegen können. Zusammen jetzt erstmal in die Raumkapsel schauen. Dort sitzt er gemeinsam mit seinen US-amerikanischen Kollegen auf dem Weg zurück zur Erde. So sieht es also da drinnen gerade aus. Das ist eine insgesamt rund 24-stündige Reise von der Raumstation ISS zurück zu uns auf die Erde. Und wir können jetzt gemeinsam in den nächsten Minuten, vielleicht dauert es auch am Ende insgesamt eine Stunde, rund gemeinsam verfolgen, wie also Matthias Maurer und seine Kollegen hoffentlich sicher im Meer vor Florida in den USA landen. Und wir können gemeinsam mit Weltraumexperten über diese Landung und Maurers Mission sprechen. Deswegen schalten wir jetzt direkt mal ins Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, so heißt es, nach Oberpfaffenhofen zu Dieter Sabbat und Thomas Uhlig. Schönen guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Und ihr könnt natürlich eure Fragen live stellen bei uns im Stream und die beiden Kollegen können also diese Fragen für uns beantworten. Denn die beiden Kollegen in Oberpfaffenhofen haben an dem Raumlabor Columbus, an dem also auf dem Matthias Maurer gearbeitet hat, auch mitgearbeitet. Und ihr könnt uns bestimmt heute Morgen erzählen, was da jetzt genau gerade passiert in diesem Moment da oben noch irgendwo in der Luft. Ja, also vor circa 15 Minuten wurde ja die Orbit Burn durchgeführt und seitdem befindet sich die Kapsel auf einem Weg nach unten zur Erdatmosphäre und in wiederum circa 10 Minuten wird dann die Kapsel die Erdatmosphäre, den Rand erreichen, der natürlich nicht genau definiert ist, aber man sagt circa 120 Kilometer und ab da wirken die aerodynamischen Kräfte und dann merken die Astronauten auch, dass außen sozusagen wieder Luft ist und die rüttelt am Fahrzeug und dann beginnt die entscheidende Zeit des Wiedereintritts. Ja, und du hast es ja schon, wir haben es ja schon angesprochen, die Astronauten sind schon eine ganz schöne Zeit unterwegs, seit 24 Stunden eigentlich. Vor 24 Stunden haben sie von der ISS abgelegt, sind losgeflogen und sind seither unterwegs, haben sich langsam erst von der ISS entfernt, mit einigen kleinen Zündungen. Und diese ganzen Zündungen, die jetzt erfolgt sind, sind eben in Vorbereitung darauf, dass dieser De-Orbit-Burn stattgefunden hat, der inzwischen auch schon in der Vergangenheit liegt und gut gegangen ist. Wir haben hier eine Live-Kommunikation mit unserem Kontrollraum, der hier hinter uns liegt, und haben da eben mitgekriegt, der De-Orbit-Burn, der ein sehr kritisches Manöver ist, wie du schon gesagt hast, Dieter, hat auch soweit geklappt und wie erwartet stattgefunden. Da hätte ich eine Nachfrage zu dem Orbit Burn vielleicht. Das müssen wir vielleicht kurz klären. Warum ist das so kritisch, dass wir das kurz nochmal besprechen? Ja, die Orbit Burn muss erstens von der Richtung her natürlich gegen die Flugrichtung gemacht werden, damit ein Abbremseffekt eintritt. Sonst wird die Kapsel eher in höhere Höhen transportiert. Also ich muss nach unten fliegen. Das heißt, es muss ein abbremsender Impuls sein gegen die Flugrichtung, dann muss die Richtung stimmen und natürlich auch die Größe des Impulses. Wenn er zu klein ist, dann reicht eben die Höhenänderung nicht aus, um die Atmosphäre zu erreichen. Wenn er zu groß ist, würde die Kapsel in einem zu steilen Winkel eintreten, was die Hitzeentwicklung erhöhen würde. Eigentlich ist das ja eine ziemlich coole Sache. Ich tippe da wirklich in dem De-Orbit-Burn einmal kurz auf die Bremse und durch dieses kurz auf die Bremse tippen lege ich fest, wo und wann ich dann lande. Also danach passiert eigentlich nichts mehr. Ja? Das der De-Orbit-Burn ist das, was definiert, wo lande ich und wann lande ich. Und deswegen ist er natürlich... Abschied von den Kollegen im All. Um 7.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt gestern Matthias Maurers Rückkehr zur Erde. Die Dragon-Kapsel Endurance dockt von der ISS ab und begibt sich auf eine fast 24-stündige Reise, wie eine Animation des Herstellers SpaceX zeigt. In der Erdumlaufbahn wird das Versorgungsmodul abgetrennt. Beim Eintritt in die Atmosphäre heizt sich die Außenseite der Kapsel auf etwa 1600 Grad Celsius auf. Rund 5700 Meter über dem Meer öffnen sich die Fallschirme.
Matthias Maurer wird die Erde wieder aus nächster Nähe sehen können. Bis die Endurance dann. In wenigen Minuten ist es soweit. Vor der Küste Floridas im Meer landen wird. Also der Beitrag von meinem Kollegen Pablo Silalahi sollte jetzt gerade nicht so unhöflich in unser Gespräch dazwischen kommen, aber trotzdem spannend, was wir natürlich gerade gesehen haben, diese Reise der Kapsel. Und wir hatten auch gerade darüber gesprochen, dass das ja eigentlich so ein spannender Moment ist, also den wir ja schon erlebt haben, der Orbit Burn, und dass dadurch bestimmt werden kann, wenn ich das richtig verstanden habe, wo genau und wie die Kapsel auf der Erde landet, richtig? Ja, das ist genau das bestimmt den Landepunkt. Ab diesem Zeitpunkt hat man keine großen Möglichkeiten mehr, den Landepunkt zu ändern. Man hat natürlich noch kleine Triebwerke auf der Kapsel, die eben die Steuerung übernehmen. Aber der eigentliche Bahnimpuls und der Bahnverlauf ist dann bis zu der Landung in Tampa, vor der Küste von Tampa, Florida, dann festgelegt. Also man tippt einmal kurz auf die Bremse und weiß dann in 100 Kilometer genau, wie man in die Parklücke reinfliegt. Ja. Also das ist eigentlich schon bewundernswert. Und absolut. Bei verschiedenen Missionen wurde ja dann schon gesagt, ja, jetzt ist der Sir Isaac Newton am Steuer, weil das eben eine vorgestimmte, von der Physik vorgegebene Bahn ist, auf der man sich dann befindet. Und die muss man eben vorher gut berechnen, dass man eben weiß, wo man sich hinbewegt und dass man eben am Ende der Bahn auch das richtige Ziel erreicht. Wir zeigen übrigens jetzt auch einen Countdown, den wir einblenden und euch die ganze Zeit über also die Zeit runterzählen lassen, bei der wir erwarten, dass also die Kapsel auf der Erde landet. Jetzt können wir das alle dann mitverfolgen und gemeinsam immer wieder auf den Countdown schauen. Ich habe übrigens gesehen, es gibt die erste Frage bei uns im Stream bei YouTube von Jonas Vollmer. Er möchte gerne wissen, was für G-Kräfte wirken auf die Astronauten im Vergleich zum Start in den Orbit? Die sind ungefähr vergleichbar. Die Dragon-Kapsel soll ungefähr 3,5 bis 4,5 G erzeugen beim Wiedereintritt und das dürfte auch ungefähr in dem Bereich sein, der beim Aufstieg erzeugt wird. Die höheren Lasten würden da nur entstehen, wenn eben beim Start so ein Launcherboard wie vor 4 Jahren bei der Soyuz sind, dann haben wir höhere Lasten, aber die meisten Kapseln bewegen sich in der Richtung, die von 3 bis 4 G, die eben ganz gut durch die Astronauten dann auszuhalten sind. Zumindest für die kurze Zeit von 3 bis 4 Minuten, in denen die auftreten. Vielleicht müssen wir für die Nichtphysiker mal erklären, was das G eigentlich heißt. Ja, das ist ein guter Vorschlag vom Tom. Also 3G heißt die dreifache Erdbeschleunigung. Und jeder, der schon mal Achterbahn gefahren ist, der hat sicher schon 2G oder sowas gespürt, vielleicht sogar ein bisschen mehr bei den großen Achterbahnen. Also da kann man ungefähr dann ermessen, wie hoch die Last ist. Da drückt es einem dann schon in den Sitz rein. Und mit dem dreifachen Körpergewicht, genau. Und dann muss man sich aber nur vorstellen, bei der Achterbahn ist das vielleicht für 3 Sekunden. Und der Herr Matthias Maurer und seine Kollegen und Kolleginnen müssen das 3 bis 4 Minuten aushalten. Das ist der große Unterschied, dass es eben nicht aufhört und die nächste Entlastung kommt, sondern die Belastung ist dann für mehrere Minuten beim Wiedereintritt. Es müssen ja immerhin auch die Geschwindigkeit von 28.000 Stundenkilometer am Ende bis auf Null, wenn sie nämlich auf der Erde landen, dann abgebaut werden. Und das erfordert einen ziemlich langen und ziemlich intensiven Bremsweg. Das ist eigentlich wie beim Auto. Und wie hart fühlt sich das dann an, wenn man also im Wasser mit der Kapsel landet? Das ist natürlich auch noch ein Ruck, der entsteht, aber durch die Wasserlandung ergibt sich automatisch ein gewisser Verzögerungseffekt, dass also kein harter Aufprall wie auf der Land ist, wie bei der Soyuz-Kapsel, die ja nochmal durch Raketen versucht, diesen Aufprall ein bisschen abzudämpfen. Aber das Wasser ist da sehr gnädig und gibt einem, die Kapsel taucht 1 bis 2 Meter ins Wasser ein und dadurch hat man eine geringere Verzögerung, also G-Last, als bei der Landlandung. Und deswegen nimmt man auch gerne die Wasserlandung, auch wenn sie sonst natürlich später, wenn wir sehen, es ist schwierig, die Kapsel dann aus dem Wasser zu fischen, das dauert einfach seine Zeit. Aber das hat eben bei der Landung einen großen Vorteil für die Astronauten, es ist einfach weicher als die Landlandung. Ich habe noch eine Frage. Das ist natürlich ein
Nee, bitte, Entschuldigung. Ja, das ist natürlich ein Effekt, den auch die Astronauten lieben, dass sie etwas sanfter landen als bei Landlandungen. Bei dem NASA-Livestream soll es gerade einen Communication-Blackout geben. Soll uns das Sorgen machen? Wie würden Sie das einschätzen? Ja, der Communication-Blackout ist was, was erwartet ist. Das ist, wir haben es vorher schon beschrieben. Nee, wir haben es noch nicht beschrieben. Wir haben es vorher miteinander besprochen. Es ist ja unheimlich, was da an Energie abgebaut werden muss. Der Herr Sabbat hat schon von den 28.000 km/h gesprochen, die die Kapsel auf ihrer Umlaufbahn hat. Und diese riesige Geschwindigkeit, unvorstellbare Geschwindigkeit, muss ja auf null runtergebremst werden. Und das passiert jetzt im Moment. Also durch die Erdatmosphäre, da nehmen wir uns die Erdatmosphäre zur Hilfe. Es ist also nicht irgendwelche Raketentriebwerke, die abbremsen, sondern die Erdatmosphäre bremst uns hier ab. Und dadurch entsteht eine enorme Hitze. Und diese Hitze führt dazu, dass die Atmosphäre um die Kapsel sich in ein Plasma verwandelt. Plasma ist ein Aggregatzustand, wo von den Atomrümpfen die Elektronen getrennt werden. Plasma ist was Leitfähiges und alles, was leitfähig ist, macht mit Radiowellen Probleme. Das heißt, wegen diesem Plasma, was um die Kapsel, wegen der riesigen Hitze entsteht, kann man mit der Kapsel nicht mehr kommunizieren. Und das ist dieser Blackout, den wir jetzt erwarten und der in etwa 6 Minuten dann dauern wird. Und das ist natürlich eine sehr spannende und eine kritische Phase während der Mission. Ja. Man kann dann eben nicht mit dem Raumfahrzeug kommunizieren, sowohl nicht mit den Astronauten, als auch man kann keine Daten von den Subsystemen empfangen und zum Beispiel auch nicht von außen feststellen, ob die Kapsel in der richtigen Lage noch ist und ob sie auf dem richtigen Flugpfad ist. Das muss die Kapsel dann in der Zeit selber steuern. Die hat natürlich diese Ausstattung, dass sie das alles selber machen kann. Dafür ist gesorgt. Aber man will ja am Boden eigentlich immer up to date sein und wissen, was gerade läuft. Und das ist eben in diesen 6 Minuten nicht möglich. Das ist eben dann der spannende Teil daran, dass man eben nach 6 Minuten wieder darauf wartet, dass die Funkwellen wieder durch das Plasma durchkommen, sobald es dünner wird. Das heißt, die Abbremsgeschwindigkeit, wird geringer, dadurch wird das Plasma natürlich auch, die Dichte des Plasmas geringer und irgendwann schaffen es die Funkwellen wieder durch das geringere Dichte des Plasmas hindurch und können wieder empfangen werden. Und dann kann man wieder neue Daten empfangen und natürlich, man kann auch wieder mit den Astronauten reden. Das ist aber dann schon Zeitpunkt, der kurz vor dem Entfalten des ersten kleinen Fallschirms liegt, der die Kapsel dann für den weiteren Abstieg stabilisiert und auch abbremst. Wir also können erwartet, auch, aber durchaus kritisch. Ja. Ja, das ist alles ganz normal. Wir können auch gerade mal vielleicht in den NASA-Kontrollraum oder in den NASA-Livestream schalten, einfach mal reinschauen, wie das aussieht. Genau, jetzt sehen wir es hier neben mir. Also das ist dieser große Kontrollraum. Und wir haben ja aber noch Zeit, also noch rund 11 Minuten. So lange starren die dort auch jetzt auf ihre Bildschirme. Und wir sprechen auch gleich nochmal weiter in Oberpfaffenhofen und können auch jetzt gleich nochmal weiter über die Rückreise von Matthias Maurer sprechen. Aber lasst uns gemeinsam erst nochmal schauen, was er überhaupt gemacht hat, ein halbes Jahr lang dort im All auf der ISS. Ein Beitrag von Sarah Lasaska. Zu Hause in 400 Kilometern Höhe. 6 Monate war das hier Matthias Maurers Wohnung, sein Arbeitsplatz. Leben und Arbeiten in einer internationalen WG. Mehr als 150 Experimente führte Maurer mit seinem Team durch. Eins davon, Betonmischen, für nachhaltiges Bauen auf der Erde. Wir können hier Erkenntnisse gewinnen, die uns dann helfen, den Betonprozess auf dem Boden zu optimieren. Und wenn uns das gelingt, dann können wir hoffentlich auch unsere Klimaziele ein Stückchen besser erfüllen. Wie verhält sich Wasser in der Schwerelosigkeit und Biopflaster aus dem 3D-Drucker hergestellt aus Hautzellen? Auch das waren Teile von Maurers Forschung. Außenbordeinsatz, 7 Stunden lang Wartungsarbeiten draußen an der Raumstation. Für Maurer der Höhepunkt seiner Mission, die seinen Blick auf die Erde verändert hat. Ich schwebe jeden Tag mehrere Mal in die Kupola und schaue runter, einfach weil der Blick so faszinierend ist. Und ich bin einfach da verliebt in unseren wunderschönen Planeten. Seine Experimente, sein Cosmic Kiss nach einem halben Jahr ist Schluss. Aber sein Weltraumtraum lebt weiter, sagt er.
über diese Mission von Matthias Maurer und seine Ankunft noch heute am späten Abend in Deutschland können wir jetzt sprechen mit meiner Kollegin Susanne Freitag, die immer wieder über die Mission berichtet hat, live in Köln. Und sie ist dort gemeinsam mit Volker Schmid, dem Missionsleiter. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ich stehe hier mit einer Maske, weil wir hier im medizinischen Zentrum für Raumfahrtmedizin sind. Hier kommt Matthias Maurer heute Abend an, wenn er gelandet ist. Wir haben ja gerade schon gehört, das ist eine echte Tortur für den Körper und er braucht eigentlich eine richtige Reha, wenn er wieder zurückkommt. Und deswegen wird er hier sozusagen angeliefert. Hier sind jede Menge Ärzte, aber auch andere Patienten. Deswegen trage ich auch eine Maske. Und Volker Schmid, der hier bei mir steht, ist der Missionsmanager. Das heißt, er hat einen totalen Überblick über all die Experimente, über die gesamte Planung und kann uns da sicherlich einiges dazu sagen. Volker, können Sie uns sagen, Mission accomplished, hat alles super geklappt? Ja, so aus heutiger Sicht absolut, ja. Und wir freuen uns natürlich, dass jetzt auch der Abstieg und dann hoffentlich die Wasserung gut funktioniert. Und dann wird Matthias heute Abend hier zurück erwartet und hier dann erstmal ja, seine erste Phase der Rekonvaleszenz verbringen. Das heißt, er hat so eine Art Reha. Was wird da alles gemacht, wenn er jetzt hierher kommt? Nach diesem 3G, dreimal das eigene Körpergewicht, was man da so mitkriegt. In welchem Zustand kommt denn so ein Astronaut zurück eigentlich? Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das hängt vom Menschen ab, kann man sagen. So ein halbes Jahr in der Schwerelosigkeit ist natürlich jetzt erstmal wieder völlig ungewohnt, wenn man dann Schwerkraft sieht und der Körper muss sich wieder anpassen. Und deswegen wird er hier auch erstmal dann die 14 Tage quasi hier wohnen, in Anführungszeichen. Untersuchungen werden hier gemacht. Hier laufen auch normalerweise Bettruhestudien. Also das NVHP hier im Bereich der Flugmedizin im DLR ist hier für alle Eventualitäten ausgerüstet. Und man kann sagen, Matthias hat hier eine Wohnung. Wenn es ihm gut geht, dann wird er, ich sag mal, ein, zwei Tagen auch wieder zu Hause schlafen können, aber er wird jeden Tag hier untersucht. Das ganze Reihe, also alles, was man sich vorstellen kann, wird untersucht, Blutuntersuchung, Kreislauf, weil der Körper muss sich ja wieder einstellen, das Gleichgewichtsorgan muss sich wieder adaptieren an die Erdschwerkraft so nach einem halben Jahr. Und das ist in der Tat bei jedem Menschen komplett unterschiedlich. Ja, wir hatten vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Sie hatten gesagt, dass es so Tests gab bei Astronauten, die dann bei ihrer Rückkehr erstmal von Hockern springen mussten, um zu gucken, ob die überhaupt noch gerade stehen können. Wird sowas da auch stattfinden? Das wird eigentlich meistens direkt nach der Landung schon gemacht. Also sowas zumindest bei Soyuz. Da hat man die Kosmonauten, Astronauten in ein Zelt gebracht und kurz nach der Landung eben erste sogenannte Basisdaten erhoben, also Gleichgewicht, Kreislauf, solche Sachen. Und da ist eine Übung von einer Erhöhung auf den Boden springen und gucken, wie der Mensch reagiert. So, das ist eine der Übungen. Und diese sogenannte Baseline Data Collection, die läuft immer nach dem gleichen Protokoll ab. Und das wird jetzt sicherlich an Land dann gemacht oder auf dem Schiff dann auch gemacht, wenn die aus der Kapsel raus sind. Und dann muss man denen auch erstmal ein paar Minuten Ruhe gönnen, auf jeden Fall, weil so ein Wiedereintritt, haben wir ja gehört, ist auch eine Tortur. Kräfte wirken, also, und das muss der Körper alles abkönnen. Ja, Herr Schmid, ich muss kurz unterbrechen. Wir haben Fragen aus dem Stream. Ich würde kurz mal unterbrechen, weil wir haben Fragen im Stream. Und zwar von Ina König bei Facebook. Sie möchte gerne von Herrn Schmid wissen, an was für Experimenten wurde oben denn genau gearbeitet? Also wir haben eigentlich eine Summe von Experimenten gehabt. Der Schwerpunkt war Materialwissenschaften. Wir haben Humanphysiologie gehabt. Es ist ja im Beitrag schon erwähnt worden, der Beton war eines der wichtigsten Experimente, nachhaltiger Beton und dann auch die Produktionsprozesse verändern. Wir haben Metallschmelzen gehabt, zum Beispiel eine Elektroblechlegierung, mit der man bessere Transformatoren in Zukunft bauen können wird, effizientere Transformatoren hoffentlich. Wir haben ganz, ganz viel Technologiedemonstration gehabt. Das Pflaster wurde erwähnt, Bioprinter. Also da versucht man künstliche Haut als Pflaster, als Wundverband zu testen.
Das war jetzt zum allerersten Mal da. Dann haben wir einen EMS-Anzug gehabt, das ist elektronische Muskelstimulation. Damit kann eigentlich praktisch Vibrationskissen der Körper und die Muskeln stimuliert werden. In der Schwerelosigkeit bauen sich ja Muskel- und Knochenmasse nicht ab, wenn man quasi nicht trainiert. Und man muss eben 2,5 Stunden etwa pro Tag trainieren. Und wenn man dadurch mit dieser Muskelstimulation auf elektronische Art und Weise weniger Sport treiben muss, dann kommt das wieder der Wissenschaft zugute, weil der Anzug kann natürlich beim Arbeiten getragen werden und das ist der Vorteil dabei. Also ganz, ganz viel dann Strahlungsexperimente. Von den über 100 Experimenten waren etwa 60 aus Europa, 34 Deutsche und das ist also ein ganz breites Programm, was da immer auf die Beine gestellt wird. Und wir haben auch gleich noch mehr Zeit, natürlich mit beiden in Köln darüber zu sprechen, was genau bei der Mission passiert ist. Aber jetzt sehen wir gerade im NASA-Live-Bild, dass da sich etwas tut. Wir sehen hier ein Leuchten im All und ich kann es natürlich nicht so gut einschätzen wie unsere beiden Experten in Oberpfaffenhofen, wo wir jetzt nochmal nachfragen können, was wir denn da gerade sehen und was da jetzt gerade passiert. So, wir sind zurück in Oberpfaffenhofen und ich sehe auch, Sie schauen gebannt auf das Live-Bild der NASA. Können Sie uns erklären, was wir da denn gerade sehen? Das leuchtende Objekt macht leuchtende Augen bei uns. Genau, das heißt zum einen, der Blackout ist gut überstanden, die Kapsel nähert sich dem Zeitpunkt. Jetzt ist der entscheidende Zeitpunkt, dass die ersten kleinen zwei Dropshoots, wie die heißen, Bremsfallschirme, rausgeschossen werden. Die stabilisieren die Kapsel und bremsen sie auch ab, und zwar auf eine Geschwindigkeit, damit dann die großen Fallschirme, die man am Schluss beim Wassern sieht. Da sehen wir die Fallschirme. Ja. Und können jetzt auch hoffentlich wieder mit Oberpfaffenhofen verbunden voll sein. Entfaltet. Wunderbar. Man sieht auch ein bisschen, wie sie im Wind oder in der Strömung sich bewegen. Und die sind jetzt die erste Stufe des Fallschirms. Und jetzt bekommt schon die zweite Stufe zu sehen. Jetzt haben die zwei kleinen Fallschirme die vier großen Fallschirme aus der Einhüllung rausgezogen. Die werden jetzt schrittweise geöffnet. Man macht es eben nicht in einem Schritt, sonst wären die Lasten zu groß, und öffnet langsam in 3 Schritten die Fallschirme bis zur vollen Öffnung. Error 414 bei YouTube fragt Kapsel, dazu. Die voll an den 4 Fallschirmen hängt. Wir haben eine Frage bei YouTube dazu, und zwar: Mit welcher Geschwindigkeit gleitet die Kapsel an den Fallschirmen zur Erde? So circa 20 bis 25 Stundenkilometer ist die Aufprallgeschwindigkeit oder die Endgeschwindigkeit, bevor sie auf das Wasser aufsetzt. Also es gibt zwei verschiedene Fallschirme, wie der Dieter schon gesagt hat, die bei verschiedenen Geschwindigkeiten aufmachen. Die kleinen bei relativ hohen Geschwindigkeiten, 500 km/h glaube ich. Ja. Und dann bremsen die großen Fallschirme ab bis zu 20, 25 km/h, wo es dann ins Wasser fällt. Ja. Noch eine Dieser Frage. Rest von Geschwindigkeit wird eben dadurch abgebaut, indem es ins Wasser eintaucht und dann eben auf diese 1 bis 2 Meter, diese 20 Stundenkilometer, auf null abgebremst wird. Mhm. Noch eine Frage von Calvin Klein bei YouTube. Natürlich hoffen wir das alle nicht, aber er fragt, was könnte denn im schlimmsten Fall schiefgehen, was wir alle natürlich nicht hoffen? Also nichts mehr. Nichts. Also wenn die 4 Fallschirme entfaltet sind, dann haben wir den kritischen Missionsteil überstanden. Die Kapsel ist jetzt noch vielleicht 1000 Meter hoch und schwebt langsam auf die Erde entgegen. Der letzte kritische Punkt ist eigentlich, ob sich die 4 Fallschirme entfalten. Das haben sie schön getan. Man hat gesehen, das hat alles geklappt. Es ist auch eine Reserve eingebaut, dass eben ein Fallschirm sich nicht entfaltet, wäre auch alles okay. Ist zum Beispiel vor 50 Jahren bei Apollo 15 passiert. Die hatten 3 Fallschirme, da haben sich nur 2 geöffnet. Da ist auch die Landung völlig normal gelaufen. Man baut eben da Reserven ein, damit man eben auch im Falle einer kleinen Störung noch die Crew sicher zur Erde zurückbringen kann. Jetzt noch 6 Sekunden, sagt unser Countdown. Also mal gucken, ob das stimmt, ob wir das dann auch wirklich gleich sehen können. Meinen Sie, wir können das dann sehen, wirklich wie das auf dem Wasser landet? Ist ja schon ziemlich dunkel. Ja, man sollte es schon sehen, aber es ist Mitternacht, natürlich ist natürlich jetzt nicht das Beste für die Bilder. Mhm.
Aber würde man es vielleicht auch daran erkennen, dass die... Diese Filter werden... Ja, sagen Sie. Der entscheidende Punkt, also wo man es erkennt, ist, also wenn man zum Beispiel die Kapsel jetzt nicht sehen würde, wenn sie wirklich das Wasser spritzt, weil es zu dunkel ist, die Fallschirme fallen dann in sich zusammen. Weil sie eben von unten keinen Zug mehr durch die Kapsel haben, kollabieren die und fallen dann auf die Wasseroberfläche und falten sich zusammen. Und das ist dann das entscheidende Zeichen, dass das beendet ist, der Abstieg. Jetzt gerade schon so langsam und gemütlich aus, wie diese Fallschirme segeln, aber täuscht das? Ist das gerade noch wahnsinnig schnell? Wie schnell ist das, was wir da gerade sehen? Das sind die, wie ich vorher gesagt habe, 20 bis 25 Stundenkilometer. Was natürlich dann noch dazu kommt, ist ein bisschen Windgeschwindigkeit, weil die Fallschirme ja natürlich keine Steuerungsmöglichkeit haben, sondern die sind mit der Geschwindigkeit. Und jetzt ist das, was ich gesagt habe, sobald die Kapsel auf dem Wasser auftrillt, falten sich die Fallschirme zusammen, weil diese Kraft, die Gewichtskraft von der Kapsel weg ist. Und man sieht jetzt langsam, die Fallschirme trudeln auf die Wasseroberfläche. Und jetzt kann man wirklich erfreut sein, dass Matthias Maurer und seine drei Kolleginnen und Kollegen gut auf der Erde angekommen sind. Und tolle Sache. 6 Monate Mission erfolgreich beendet und wir freuen uns, dass wir sie wieder zurückhaben auf Mutter Erde. Das konnte man wirklich gut erkennen, Sie hatten recht, aber das sah ja wirklich nach der perfekten Landung aus, oder? Perfekt. Richtig, das ist eine super Landung. Die Kapsel ist auch sehr schön zu sehen. Ich vermute, das ist wohl ein Infrarotbild und die Kapsel ist ja sehr warm durch den Wiedereintritt. Wir haben ja gesagt, die Atmosphäre wird 2000 Grad heiß und das Hitzeschild auch und der Rest der Kapsel wird natürlich auch entsprechend etwas wärmer, nicht so warm. Und das kann man natürlich dann eben sehr gut erkennen. Und jetzt erwarten wir als nächstes, dass ein oder zwei kleine Boote auf die Kapsel zufahren, die noch ein paar so Security-Checks machen und dann wird die Kapsel in die, von dem Schiff aufgenommen, das sich dann in Bewegung setzt. Und dann, wenn sobald die Kapsel am Schiff angekommen ist, können die Astronauten dann auch aussteigen. Aber das wird sicher noch eine halbe Stunde dauern. Und solange natürlich diese halbe Stunde noch dauert, wir wollen natürlich auch dabei sein, wenn sich die Kapsel öffnet, können wir aber ja auch nochmal über die Mission sprechen. Und Sie waren ja auch daran beteiligt, also in den letzten 6 Monaten. Können Sie uns nochmal erklären, was genau Ihre Rolle war hier auf der Erde? Ja, wir im Oberpfaffenhofen sind dafür zuständig, dass wir das Columbus-Modul am Laufen halten. Das Columbus-Modul ist in erster Linie ein Experimentallabor, das heißt der Arbeitsplatz für Matthias Maurer und seine Kollegen. Dort sind viele Experimente untergebracht, die eben dazu dienen, Mikrogravitation auszunutzen und eben für verschiedene Experimente zu nutzen. Der Matthias Maurer hat uns da in sehr vielen Fällen sehr gut geholfen. Eine sehr interessante Sache war, dass eine Pumpe in einem Nutzlastschrank, der Metalle aufschmilzt, und zwar im Vakuum und in der Schwebe, ausgefallen ist. Und die Pumpe war eigentlich gar nicht dafür gedacht, dass sie ausgetauscht werden sollte. Und trotzdem hat Matthias Maurer das Ersatzteil eben mitgebracht oder es wurde geliefert und er hat dann in einer 7-stündigen Aktion diese Pumpe ausgetauscht und das Experiment kann jetzt wieder fortgeführt werden. Also das sind so Highlights seiner Mission, die eben besondere Fähigkeiten, Feinmechanik und auch Training natürlich erfordern, damit man solche Sachen, Arbeiten, die nicht geplant sind, trotzdem durchführen kann. Und daneben hat er natürlich viele Experimente durchgeführt. Zum einen Experimente, die auch für die Ausbildung, also für Schüler zum Beispiel, interessant sind, aber natürlich auch Experimente, die die Wissenschaft voranbringen und die nicht nur im Columbus-Labor, sondern natürlich auch auf anderen Stellen auf der ISS gemacht wurden. Und ein Highlight seines Aufenthalts an Bord war ja natürlich der Ausstieg aus der ISS am 23. März, als er unter anderem einige Kabel gesteckt hat, die noch gefehlt haben, um die Bartolomeo-Plattform außen an Columbus in Betrieb zu nehmen. Und jetzt kann diese Plattform dient dazu, weitere Außennutzlasten zu betreiben
und die können jetzt ab Anfang nächsten Jahres dann geliefert werden und dort ihre Experimente im freien Weltraum dann durchführen. Also das war einer seiner Highlights, auch für ihn persönlich natürlich ist so ein EVA immer eine besondere Sache, die nochmal heraussticht aus der 6-monatigen Aufenthalt an Bord. Wir können über die Mission jetzt natürlich auch nochmal mit dem Missionsleiter in Köln sprechen. Wir kommen aber auch nochmal zu Ihnen zurück nach Oberpfaffenhofen. Danke für den Moment und schalten jetzt nochmal nach Köln zu meiner Kollegin Susanne Freitag und zu Herrn Schmid, dem Missionsleiter Volker Schmid. Denn wir haben es gerade gehabt von also jetzt dem letzten halben Jahr und von den Experimenten, die also Matthias Maurer durchgeführt hat. Und ich habe eine Frage bei Facebook von Silzack. Und zwar geht es jetzt da erstmal noch um seine Rückkehr. Und zwar, verändert sich eigentlich der Geschmackssinn? Kann eigentlich sofort auf der Erde wieder normal gegessen werden? Das können Sie bestimmt beantworten, Herr Schmid, denn Matthias Maurer kommt ja zu Ihnen dann jetzt im Laufe des Tages, natürlich in mehreren Stunden, und wird da auch einige Zeit bei Ihnen noch bleiben, richtig? Das stimmt. Der wird also hier erstmal für 2 Wochen untersucht und auf jeden Fall wird er 1-2 Tage hier im Envy-Hub wirklich auch wohnen. Das hängt immer von der Verfassung ab. Jetzt zur Frage der Geschmackssinn. In der Regel ändert sich das ein bisschen da oben in der Schwerelosigkeit und der Körper braucht eine Zeit, dass er sich wieder anpasst an die Erdgravitation, also an 1G sozusagen. Und das ist natürlich bei jedem Menschen auch wieder anders. Also, aber das sollte in den nächsten Tagen wieder normal werden. Und interessant ist, wenn die Kosmonauten, Astronauten zurückkehren, wenn die Luke aufgeht, die ersten Eindrücke, die Gerüche und vom Meer oder vom Land, je nachdem, die sind sehr intensiv. Also, und da fängt eigentlich der Anpassungsprozess schon an. Ja. Also da muss man ein paar Tage zugeben und dann, bis sich das alles normalisiert. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese lange Zeit, die Mission schauen, genau, Susanne, ich wollte gerade bei dir nachfragen, du hast nämlich die Mission von Matthias Maurer seit Anbeginn begleitet, du warst auch am Anfang dann mit in den USA, als dann auch der Start erstmal um eine ganze Woche verschoben wurde, richtig? Ja, richtig. Und am Ende, wir waren gemeinsam in den USA und haben gewartet. Und am Ende hat es so lange gedauert, dass wir vor dem Start zurückfahren mussten. Das war vor allen Dingen auch für die Wissenschaftler natürlich sehr frustrierend. Denn ich war jetzt gerade dabei, als der Splashdown stattgefunden hat. Wir gucken hier natürlich auch NASA-TV. Und der Volker Schmid hat als erstes mal ein Selfie gemacht, weil natürlich in diesen 6 Monaten, da sind hunderte Wissenschaftler auf der Erde mit diesen Experimenten befasst. Da finden direkte Schalten statt von der ISS zu den Leuten, die da diese Experimente mit betreuen. Und da hängt so viel Herzblut dran, auch Wissenschaftlerherzblut. Was ist das denn jetzt so für ein Gefühl? Ich frage einfach auch mal Volker Schmid, wenn man sieht, es hat jetzt geklappt, es ist vorbei, ist man da ein bisschen stolz auch? Ja, absolut. Das ist jetzt Mission Accomplished quasi. Das ist die letzte Phase der Mission, wenn Matthias dann heute Abend hier zurück ist. Dann können wir quasi den grünen Haken dran machen. Dann kommt die Post-Mission-Phase und dann haben wir eigentlich auch mit den Wissenschaftlern, die werten dann aus. Einige Experimente laufen auch noch weiter, das sind viele Kampagnen. Ein Teil wird von Samantha Cristoforetti weitergeführt, aber für Matthias beginnt jetzt die Post-Mission. Er kann jetzt Rekonvaleszenz machen, er kann sich erholen und dann werden wir später mit ihm auch in die Debriefings gehen, in die Wissenschaft, in die Mission, um zu gucken, was ist wie gelaufen. Herr Schmid, aber erstmal können wir jetzt durchatmen und wir sind froh. Ja, lassen Sie uns gleich nochmal zum Debriefing und natürlich auch, wie es Ihnen jetzt angeht, gehen. Aber können Sie uns gerade nochmal kurz das Live-Bild der NASA beschreiben, was Sie ja auch sehen, weil wir können jetzt gerade in die Kapsel schauen und wir haben auch eben ein paar Boote schon ankommen sehen. Was passiert da jetzt gerade? Genau, also jetzt sieht man die Kapsel, die Monitore, 2 Helme, das ist wahrscheinlich hier Platz 1 und 2 sozusagen, Pilot und Kommandant. Die Kapsel, die Boote, wie Peter Sappert richtig gesagt hat, die stabilisieren jetzt erstmal die Kapsel und machen Checks, treten keine Resttreibstoffe aus zum Beispiel, ist die Kapsel stabil im Wasser und man muss auch bedenken, dass die Kapsel ja aufgeheizt ist durch den Flug durch die Atmosphäre, durch die Luftreibung aufgeheizt und man gibt jetzt einfach ein bisschen Zeit zur Abkühlung noch und in der Zeit werden natürlich
wird natürlich geprüft, ob nicht irgendwo durch ein noch klemmendes Ventil Resttreibstoffe austreten oder so. Kann immer mal passieren, aber ist jetzt hier offensichtlich nicht der Fall. Und ja, für die Crew ist es jetzt quasi erstmal auch ein bisschen Verschnaufen. Ruhephase, Kommunikation wird stattfinden zwischen dem Bergungsteam und der Besatzung an Bord. Wie gesagt, das ist alles vollautomatisch gewesen im Rückflug und da kann man, die Crew sind Passagiere quasi. Sie können eingreifen während des Rückfluges, müssen aber nicht. Und jetzt wird gewartet eben, bis das Bergungsteam vor Ort ist und dann geht's weiter. Jetzt sehen wir gerade aber auch schon erste Boote. Ja, hier sieht man jetzt, genau. Die gucken jetzt, wie gesagt, ist da alles im grünen Bereich. Und ja, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis die Kapsel dann geborgen werden kann. Da kommt ein größeres Schiff dann. Wie gesagt, die prüfen jetzt Treibstoffe, Resttreibstoffe irgendwo, aber das scheint nicht der Fall zu sein, so wie es aussieht. Und es ist ja so, dass jetzt dieses ist zum ersten Mal, dass ein deutscher Astronaut im Wasser landet. Ne? Das hat es noch nie gegeben, weil seit SpaceX jetzt dabei ist, landen die in Florida. Erstens verschiebt sich viel mehr, glaube ich, und zweitens ist das jetzt ja wirklich eine ganz neue Erfahrung. Da sind Sie wahrscheinlich auch gespannt. Wie Sie ja, ganz genau. Das ist wirklich die erste reale Wasserung. Ich meine, im Notfalltraining, sowohl in China und in Russland, mit den Soyuz-Kapseln oder Shenzhou-Kapseln wird Notwasserung auch trainiert. Aber das jetzt hier ist sozusagen die erste Wasserung eines deutschen Astronauten. Absolut. Und Sie waren noch dabei, gerade zu beschreiben. Ah ja, Entschuldigung, wir reden uns hier so ein bisschen dazwischen, weil wir eine kleine Verzögerung haben. Ich wollte nur noch mal aufgreifen, Herr Schmid, Sie waren ja auch dabei, eigentlich zu beschreiben, wie erleichtert Sie jetzt sind. Da hatte ich Sie ja dann unterbrochen, als ich die Boote kommen sah. Ja, also ich bin jetzt erstmal froh, dass für Matthias diese Reise erfolgreich zu Ende gegangen ist, dass er gesund gelandet ist, weil dieser Rückflug durch die Atmosphäre, das ist schon auch nochmal eine Belastung. 3- bis 4-faches Körpergewicht wird da in der heißen Phase sozusagen zu ertragen sein oder müssen die abkönnen, die Astronauten. Und das wird natürlich trainiert in Zentrifugen, aber wir sind erstmal froh. Für uns geht jetzt so ein halbes Jahr Mission mit einer erfolgreichen Wasserung zu Ende und das macht uns sehr, sehr froh erstmal. Und vor allen Dingen auch, jetzt, dass die Experimente so gut geklappt haben. Wir haben echt super Programm gehabt. Ich höre gerade auf mein Ohr, dass wir jetzt auch gerade noch mal Bilder haben, in die wir reinschauen können von der Landung gemeinsam. Und wir werden auch noch mal über die Mission sprechen und schauen wir erstmal gemeinsam in die Bilder. Crew 3 crew has splashed down in the Gulf of Mexico off the coast of Florida. So right now Dragon is on behalf of the entire SpaceX team, welcome home. Willkommen auf der Erde. It's been an absolute honor. Zurück ins Zentrum, ins Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt nach Oberpfaffenhofen. Ich habe Fragen an Sie beide, Herr Sabbat und Herr Ulich, und zwar bei uns aus dem Stream fragt Kai Schwarze bei YouTube: Moin, werden die Fallschirme nach der Wasserung von der Kapsel abgetrennt? Weil wir konnten sie jetzt ja natürlich gar nicht mehr sehen da im Wasser. Moin zurück. Ja, ein ganz wichtiges Manöver. Die Fallschirme werden sofort nach der Landung von der Kapsel abgetrennt. Es schaut jetzt nach einem sehr guten Wetter aus, aber sollte da Wind da sein, dann ist das wirklich eine hazardous situation, dass der Wind die Fallschirme aufbläst und die Kapsel wieder verzieht. Es ist tatsächlich einer der wenigen Schalter, die wirklich in der Kapsel physikalisch noch da sind, dass man im Notfall die Fallschirme auch abmachen kann, wenn die automatische Prozedur versagt. Und eines der beiden Rettungsschiffe, was wir als erstes gesehen haben, hat dann auch die Aufgabe, diese Fallschirme zu bergen. Und jetzt war es wirklich so, dass 24 Stunden lang, so lang hat ja ungefähr die Reise gedauert, man wirklich in diesen Sitzen sitzt, wie wir es jetzt auch gerade sehen können, man sich nicht bewegen kann, außer die Arme. Das ist schon 24 Stunden einfach komplettes Stillsitzen, oder?
Nein, also die können sich in der Zeit, diese 10 Stunden in der reinen Orbitphase, wo keine Manöver stattgefunden haben, können sie sich aus den Sitzen schon rausbewegen. Die Kapsel ist ja etwas größer, zum Beispiel als die Soyuz-Kapsel, die bietet auch etwas Freiraum, um sich mal außerhalb des Sitzes aufzuhalten. Natürlich ist es eine Kapsel und damit vom Raum her beschränkt. Dann muss man sich schon wirklich als sehr eng vorstellen. Und das sind nicht mehr als 4 Sitze in einem Auto, in dem man sich eben dann 24 Stunden aufhält. Besser ist es sicher nicht. Ja, gut, aber man dann kann eben die Türen nicht aufmachen. Das ist der Unterschied. Darauf wird jetzt sehnsüchtig gewartet. Und was würden Sie aber jetzt einschätzen? Was muss alles jetzt passieren, bis also die Türen aufgehen? Warum quasi dauert das jetzt nochmal eine gute halbe Stunde? Ja, die Vorgehensweise bei dieser Landung ist eben so, dass die Kapsel zuerst auf das Schiff gehoben wird und dann die Astronauten aussteigen können. Manche werden sich noch an Apollo erinnern, da wurde das anders gemacht. Da wurden die Astronauten in ein Schlauchboot übergeführt und das Schlauchboot dann vom Schlauchboot aus mit Hubschrauber dann auf den Schiff gebracht. Das Ganze ist natürlich noch aufwendiger und man hat sich dann eben hier entschieden, das lieber die Astronauten ein paar Minuten länger in der Kapsel zu lassen. Wenn es keine Probleme gibt, dann werden sie einfach mit einem Kran, wird die Kapsel dann auf das Schiff gehoben und wenn die Kapsel dort fest verankert ist, öffnet man die Luke und die Astronauten werden nacheinander rausgeholt und auf eine Liege gebracht. Das wird man nachher vermutlich auch noch sehen und dann in Räume gebracht, wo sie sich dann etwas von dem Flug erholen können. Und das ist der Standardprozess bei den SpaceX-Landungen und hat natürlich einige Vorteile gegenüber dem Apollo-Approach. Auch wenn man die Astronauten dann nicht gleich sozusagen 5 Minuten nach der Landung sieht. Man weiß ja über die Kommunikationskanäle, dass es ihnen gut geht. Und wie man ja schon gesagt haben, sie sitzen jetzt 24 Stunden in dieser Kapsel, dann ist diese halbe Stunde länger auch keine große Aufgabe mehr. Dafür kann man sie eben auf dem Schiff viel einfacher aus der Kapsel rausholen und es ist auch für die Astronauten angenehmer, dieses Aussteigen aus der Kapsel als auf dem wackeligen Wasser. Man sieht ja die Kapsel hinter uns, wenn man es immer noch sieht. Nein, momentan sieht man das Innere der Kapsel. Aber man hat ja gesehen, die Kapsel wackelt natürlich im Wasser doch stark. Und da ist es viel angenehmer, auf einem deutlich stabileren Schiff dann aus der Kapsel auszusteigen. Es gibt noch eine Nachfrage bei Facebook von Zilzek. Er fragt sich, ob der rechts in der Kapsel geschlafen hat. Es hätte so ausgesehen. Ist da an Schlafen überhaupt zu denken? Ja, das kommt auf den Einzelnen drauf an. Ich habe gesehen, der Matthias Maurer hatte die Augen zu. Der wird sich einfach auf den Flug konzentriert haben. Er ist ja jetzt nur ein Passagier in dem Fall. Die beiden, der Pilot und der Commander, sitzen in der Mitte, die man jetzt auf dem Bild links und rechts die Helme sieht. Die sind die Verantwortlichen für den Flug, wobei der Flug auch im großen Teil automatisch abläuft. Die haben mehr oder weniger Überwachungsfunktion und wie vorher schon vom Tom gesagt wurde, es gibt einen Knopf, zum Beispiel ein paar wichtige Knöpfe, aber einer davon ist eben das Absprengen der Fallschirme, falls es nicht automatisch funktioniert. Dafür sind die dann verantwortlich. Es gibt sicher noch einige andere Aufgaben. Aber der Matthias Maurer ist in dem Fall nur der Passagier und hat sich einfach ruhig auf diesen Wiedereintritt vorbereitet. Und wir warten jetzt natürlich noch gemeinsam gespannt auf dieses Rauskommen aus der Kapsel und sprechen dann natürlich auch wieder darüber. Aber es gibt natürlich noch andere spannende Themen, die wir jetzt in diesem ganzen Raumfahrtkosmos ansprechen können. Denn auf der Internationalen Raumstation ISS, das ist auch nicht ganz uninteressant, arbeiten Europäer, Amerikaner, Russen alle gemeinsam zusammen. Und natürlich, wenn man jetzt das Stichwort Russland hört, fragt man sich auch, wie gut funktioniert die Zusammenarbeit noch. Und mein Kollege Pablo Silala hier hat einen Beitrag dazu vorbereitet, in dem wir kurz gemeinsam reinschauen können. Die Internationale Raumstation ISS, Außenposten der Menschheit im All, ein Wunder der Technik und fast noch mehr, ein Wunder internationaler Zusammenarbeit nach Jahrzehnten des Wettrüstens im All während des Kalten Kriegs. Das zeigt auch die Zusammensetzung der jüngsten Besatzung.
zwei Russen, drei Amerikaner und mit Matthias Maurer, ein Deutscher. Doch am 24. Februar hat Russland einen neuen Krieg begonnen. Das hat Auswirkungen bis ins All. Moskaus Raumfahrtchef drohte damit, die ISS abstürzen zu lassen, postete dieses Video auf Telegram. Russische Kosmonauten fliegen zurück zur Erde und lassen den amerikanischen Kollegen oben. Dann stürzt die ISS ab. Ein Scherz sei das, hieß es später. Die Europäische Raumfahrtorganisation ESA reagiert. Es ist vielleicht etwas überspitzt und etwas verschärfter dargestellt. Aber natürlich, wir nehmen das sehr ernst. Und der westliche Teil, wenn ich ihn so nennen kann, verlässt sich auf Russland, um die Station wieder anzuheben und in den richtigen Orbit zu bringen, weil die Station ja im Laufe der Monate leicht absinkt. Die ISS bislang ein Erfolgsmodell internationaler Zusammenarbeit. Zum ersten Mal ist nun durch einen Krieg auf der Erde auch die Zukunft der Kooperation im All insgesamt ernsthaft gefährdet. Meine Kollegin Susanne Freitag berichtet seit Beginn der Mission von Matthias Maurer über dieses Projekt. Susanne, wie würdest du das einordnen, jetzt gerade in Anbetracht natürlich der Situation hier bei uns auf der Erde, dem Krieg Russlands gegen die Ukraine? Kann man da eben sich jetzt noch verlässlich darauf verlassen, dass die Zusammenarbeit da oben im All aber dann gut funktioniert? Also ich denke, auf der ISS ist es im Moment so, dass die Zusammenarbeit tatsächlich gut funktioniert. Das sagen alle, zumindest alle, die schon mal im All waren. Wir haben letztens mit dem französischen Astronauten Thomas Pesquet darüber gesprochen. Aber insgesamt ist das ein Riesenschlag für die Raumfahrt. Also es ist zum allerersten Mal, ist die Raumfahrt Thema in einem politischen Konflikt. Das hat es vorher nie gegeben. Das war eigentlich immer übergeordnet und man hat nie, das war nie davon beeinflusst. Jetzt kommen aus Russland wirklich starke Provokationen und es gibt auch erste Konsequenzen. Also die ESA hat sich aus mehreren Projekten zurückgezogen. Eine Mission jetzt, die Mars-Analysen machen sollte, ExoMars, die im September starten sollte, ist jetzt erstmal abgesagt worden. Und es gibt auch Mondprojekte, die gemeinsam geplant waren, wo russische Anteile bei diesen Missionen mit dabei waren, die jetzt einfach nicht stattfinden können. Das hat sehr, sehr gravierende Konsequenzen in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und man kann schon sagen, dass der Raumfahrt mit diesem Krieg auch einen Schlag versetzt wurde. Wir hatten wenig Möglichkeiten zu kommunizieren. Das wird sehr bedeckt gehalten, weil man auch die Astronauten vor der russischen Propaganda schützen möchte. Und der ESA-Chef hat sich dazu geäußert, hat gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir insgesamt versuchen, unabhängiger zu werden von russischem Material, von russischen Technologien. Aber das ist natürlich eine schwierige Sache. Um jetzt nochmal auf diese Bedrohung zurückzukommen von dem Roskosmos-Chef, der sagt, wir lassen jetzt die ISS abstürzen. Da kriegt man natürlich erstmal einen Schreck und denkt, die fallen dann alle runter. So einfach ist es nicht. Dazu kann Volker Schmidt einiges sagen. Es ist ja ein Kooperationsprojekt, wenn man sich jetzt mal die ISS nimmt. Kann Roskosmos die ISS überhaupt abstürzen lassen? Technisch ist das möglich? So einfach ist es nicht. Also das ist ja ein Verbund an Kontrollzentren, Houston, Moskau, wie gesagt, dann das europäische Kontrollzentrum in Pfaffenhofen, Napan auch eben für ihre Module. Es ist so, dass die russischen Kollegen eben mit ihren Modulen die Bahnanhebungskapazität vornehmen können. Durch kleine Düsen und auch durch Progress, durch angedockte Progress-Frachter. Also die Station verliert durch den Restwiderstand der Atmosphäre ebenso 50 bis 100 Meter am Tag, je nach Sonnenaktivität auch. Und da muss also alle paar Wochen muss mal ein Bahnanhebungsimpuls passieren, damit die ISS auf ihrer nominellen Flughöhe bleibt. Es ist so in der Tat so verzahnt. Einerseits die russischen Kollegen machen die Bahnanhebungskapazität, auf der anderen Seite die Amerikaner liefern den Strom, also für die Regelkreise, für die Computer und auch die russischen Module beziehen Strom eben von. Also das ist doch enger verzahnt und man kann jetzt auch nicht einfach ein Modul abkoppeln oder so, so einfach geht es nicht. Wenn es so sein sollte, dass man da in Zukunft Einschränkungen haben wird, dann muss man sich Gedanken machen. Technisch kann man das lösen, aber natürlich nicht sofort. Man muss erstmal vielleicht ein Vehikel wie so ein Cygnus-Raumfrachter dahingehend
modifizieren, dass so eine Bahnanhebungskapazität dann vielleicht auch von westlicher Seite gewährleistet werden kann. Also einfach ist es nicht, in beide Richtungen nicht. Ja. Herr Schmid, Susanne und Herr Schmid, würden Sie uns noch mal ganz kurz, hinter Ihnen passiert gerade wieder so von außen gesehen etwas spannend. Also würden Sie uns noch mal kurz beschreiben, was da los ist? Da sieht es jetzt so aus, ja, die Kapsel ist jetzt gesichert und das Bergungsschiff ist in der Nähe und jetzt werden die Leinen bzw. der Kran dann angebracht. Also das ist jetzt kurz vorm Rausziehen der Kapsel, kurz vor der Bergung, quasi auf das Schiff. Man sieht da diesen Kreis, das ist die Struktur, wo die Kapsel dann aufgesetzt wird, sozusagen weich gepolstert. Die Kapsel wird ja wiederverwendet werden und deswegen muss man da Sorgfalt walten lassen. Man sieht da den Kran sozusagen, hier die beiden Träger. Daran wird die dann herausgehievt aus dem Wasser. Das dauert jetzt sicherlich noch ein paar Minuten. Da sind jetzt Bergungsschwimmer. Einer ist auf der Kapsel, guckt, dass das alles perfekt läuft. Oh, das sieht gut aus. Man muss da Vorsicht walten lassen. Die See ist ruhig, das ist auch wichtig. Das Wetter und Seegang spielen immer eine sehr zentrale Rolle bei der ganzen Sache. Und das ist extrem wichtig, dass man da alle Parameter sozusagen berücksichtigt. Und Sie haben es angesprochen, die Kapsel soll wiederverwendet werden. Das ist ja auch neu, ne? Ah, Susanne, genau. Entschuldige. Ja. Wir machen alles nacheinander. Ja, ich hatte die gleiche Frage. Ja. Genau. Die Kapsel soll wiederverwendet werden, denn seit 2020 fliegen Ihre Astronauten mit SpaceX, meine ich. Vorher waren es, glaube ich, die russischen Sojus-Kapseln. Warum ist man diese Verbindung dann irgendwann eingegangen? Ja, die Europäer sind ja Teil des sogenannten westlichen Orbit-Segments der ISS. Und es war nur eine Frage der Zeit nach der Außerdienststellung vom Space Shuttle, dass die Amerikaner wieder von eigenem Boden aus starten und Astronauten zur ISS bringen. Das war von vornherein klar. Und insofern ist dann die westliche Seite, also die Europäer, die Japaner, die fliegen in Zukunft oder flogen ab dem Zeitpunkt dann wieder mit den Crew Dragon Kapseln von SpaceX. Es kommen auch noch andere Fahrzeuge, jetzt Boeing Starliner, Dream Chaser. Da wird also sicherlich noch einiges passieren in der Zukunft. Die Kapseln, die werden wiederverwertet, auch die ersten Stufen der Falcon 9 Raketen. Das ist auch neu sozusagen, man will da auch mehr Nachhaltigkeit und in der Tat, die teuersten Elemente sind die Triebwerke, die Treibstoffpumpen und da kann man schon einiges auch sparen. Man will ja günstiger werden im Transport zur ISS und zurück und das ist ein Element, wie man sowas erreichen kann. Und natürlich lohnt sich das bei höherer Flugkadenz, das ist ganz klar. Also man muss so 10, 12 Flüge im Jahr haben, damit sich so eine Wiederverwendbarkeit auch dann wirklich lohnt. Und das ist hier ja gegeben bei SpaceX. Ja, und die Kapseln, übrigens auch in Russland, die Soyuz-Kapseln werden auch Teile wiederverwendet. Die werden geprüft und alles, was gut ist, was funktioniert, wird ausgebaut und repariert und wieder eingebaut und hier ist das ähnlich. Also die schadhaften Teile werden ausgewechselt und dann werden die Kapseln überholt und komplett dann aufgearbeitet und wiederverwendet für neue Flüge. Wir haben noch ein paar ganz praktische Fragen bei uns im Stream. Und Susanne, du hattest ja die Möglichkeit, Matthias Maurer auch zu interviewen, auch vor seinem Einsatz vor einem halben Jahr. Und Marco Völzke bei Facebook fragt sich, beim Rückflug, gilt ja aber auch für den Hinflug, wird dann gegessen, getrunken? Wie funktioniert das auch mit dem Toilettengang? Muss man Windeln tragen? Hat Matthias Maurer da verraten, wie das funktioniert bei dieser langen Reise hin und zurück? Also ich habe ihn ehrlich gesagt nicht danach gefragt, aber ich habe gehört, dass Astronauten jetzt Windeln tragen, ne? Weil es, glaube ich, in dieser Kapsel schwierig ist. Ja, also die haben natürlich ein bisschen mehr Platz wie in der Soyuz-Kapsel und auch früher bei Apollo ist hier die SpaceX schon ein bisschen geräumiger. Sie können, wenn die oben sind nach dem Start, können die aufstehen, die können quasi
ein bisschen schweben, die haben ein bisschen Freiheit. Das ist schon sehr, sehr viel. Die können essen und trinken. Toilette, muss ich sagen, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber die russischen Kollegen, also die Soyuz, die haben eine Toilette im Orbitalmodul. Und die können sich da auch reinbewegen. Also das muss auch gewährleistet sein, weil 24 Stunden Transferzeit zur Raumstation ist eine ganze Menge. Und auch beim Rückflug, so, das muss gewährleistet sein. Und jetzt sehen wir gerade, wie sie rausgehoben wird. Und Sie sagten, da, die ist geräumiger, da sei mehr Platz. Genau. Ich finde, die sieht da jetzt gerade gar nicht so groß aus. Aber natürlich, wenn das kann jetzt auch täuschen hier auf dem Bildschirm. Aber das ist jetzt wirklich alles natürlich, was wir da sehen. So groß ist diese Kapsel. Ja. Genau, genau. Und da sind vier Personen drin. Und die ist schon also gegenüber anderen Kapseln etwas geräumiger. Und hier sieht man auch die Spuren, die so ein Wiedereintritt hinterlässt. Ne? Die Rußspuren durch die Reibungshitze und ja, wie gesagt, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Die Kapsel ist gut gesichert und die wird jetzt abgelassen auf das Polster sozusagen und ganz sanft abgesenkt. Und ja, das ist auch wieder ein sehr guter Schritt dann hin. Und man sieht hier auch die Luke, man sieht die Fallschirmöffnungen, man sieht unterhalb der Luke die Steuertriebwerke, mit denen die Kapsel auch dann den Wiedereintrittspfad so ein bisschen noch regulieren kann. Das haben wir gehört von meinen Kollegen aus Oberpfaffenhofen. Und ja, jetzt wird die abgesetzt. Und das ist auch gut, wenn das Schaukeln auf See, auch wenn die See ruhig ist, ist natürlich auch ein bisschen herausfordernd für die Personen innen drin, für die Crew. Nach so einem Ritt durch die Atmosphäre, da muss man schon auch einen guten Magen haben manchmal. Ja, also doch lieber nichts, ja, und jetzt essen sehen wir dabei, hier Dragon, ja, recovered, also die ist jetzt gesichert. Das sieht alles sehr gut aus. Für Deutschland. Ja, ja. Und sagen Sie uns, wird das und jetzt, wie gesagt, die erste geht das jetzt Wasserung ganz, Entschuldigung, bitte. Ja, die erste Wasserung eines deutschen Astronauten auch erfolgreich überstanden sozusagen. Wirklich ein historischer Moment, das stimmt. Und jetzt wird also als nächstes die Luke geöffnet. Ist das jetzt aber auch nochmal ein Moment, der dauert? Was passiert jetzt als nächstes? Ja, jetzt sichert man die Kapsel auf dem Schiff. Und wie gesagt, dann wird die Öffnung vorbereitet. Ich denke, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Bis die dann aufgemacht wird. Da werden jetzt erst die Leinen abgemacht. Die Kapsel wird arretiert, die wird gesichert. Also das Hebegeschirr abgemacht wahrscheinlich. Und dann nimmt das Schiff auch Kurs Richtung Tampa, wo man dann den Hafen eben ansteuert. Und ich denke, das braucht jetzt einfach noch ein bisschen, bis die Crew dann oder bis Luft reingelassen wird sozusagen, Seeluft, frische Seeluft. Und das ist dann auch so ein Moment wieder, wo die Crew dann die Meeresluft dann nochmal zum ersten Mal auch wieder einatmet. So, wir sind wieder angekommen auf der Erde. Und das sind auch starke Eindrücke für die Astronauten dann nochmal. Wir kommen gleich wieder zurück zu Ihnen nach Köln, fragen aber natürlich auch nochmal bei Ihren Kollegen in Oberpfaffenhofen nach, wie die diesen historischen Moment wahrgenommen haben, und sprechen uns gleich wieder und schalten jetzt also nochmal zu Dieter Sabbat und Thomas Uhlig. Und Sie schauen auch gespannt auf den Stream und haben jetzt gesehen, wie wir alle, die Kapsel ist aus dem Wasser. Sind Sie genauso euphorisch und glücklich wie die Kollegen in Köln? Ja, sicher. Also wir freuen uns, dass das alles so gut geklappt hat. Die einwandfreie Landung am Fallschirm im Wasser und dann die Untersuchung, dass alles okay ist mit der Kapsel. Und inzwischen sieht man ja auf den Bildern schön, dass die Kapsel schon auf dem Schiff aufgehievt wurde. Sie befindet sich jetzt in diesem Lagerplatz, wo die Kapsel fest verankert ist. Und dann werden die nächsten Schritte gemacht. Was wolltest du sagen, Tom? Drachennest heißt es. Drachennest heißt es, ja, genau. Die Spezialausdrücke habe ich jetzt gar nicht parat gehabt. Und da, auf dem, das ist eben so gebaut, dass die Kapsel
im Gegensatz zum Wasser eben nicht wackelt und fest auf dem Schiff steht. Und der nächste Schritt ist jetzt dann, dass man die Kapsel mit diesem Nest zusammen in die Nähe dieses Decks fährt, wo man dann die Luke aufmachen kann. Und dann kann man auch das erste Mal nicht nur über Video die Astronauten sehen, sondern die Leute, die eben das Bergungsteam hat, zum ersten Mal dann auch Sichtkontakt zu den Astronauten in der Kapsel. Und dann kann man mit ihnen direkt reden. Es ist alles super gelaufen. Wir freuen uns, dass wir nach dieser 6 Monate Mission, wo wir uns um Matthias Maurer kümmern durften, wirklich auch wieder sehen, dass er gut auf der Erde zurück ist und die Nachbereitungen dann starten kann. Und er wird ja dann im Laufe des Tages auch nach Deutschland zurückfliegen und, wie wir vorher gehört haben, dann in Köln ankommen und dort dann die nächsten 2 Wochen verbringen. Und das ist dann der nächste Schritt in der Mission, die Nachbereitung. Und jetzt freuen wir uns drauf, dass wir jetzt noch ein paar schöne Bilder sehen von der Kapsel und dann eben den Matthias hoffentlich auch noch aussteigen sehen, den sie dann in hoffentlich nicht allzu langer Zeit aus der Kapsel rausholen werden. Wo genau ist dieses Deck, von dem Sie gesprochen haben, wo die Kapsel hingezogen wird? Die ist ungefähr 10 Meter weg, also das sind ein paar Meter, auf denen die Kapsel jetzt auf dem Schiff sozusagen geschoben wird. Und dies ist dann so ein 2 Meter oder was, 1,50 Meter höheres Deck, das genau so ausgerichtet ist, dass die Luke, die Sie ja sehen, die jetzt eigentlich über dem, sicher 1,50 Meter über dem Boden befindet, dass die dann eben erdig oder eben deckig ist. Und die Astronauten eben dann nicht noch 1,50 Meter nach unten klettern müssen, um auf festen Boden zu kommen oder auf Schiff zu kommen. Wir haben 2 Fragen im Stream, die gehen in eine ganz ähnliche Richtung. Einmal Thomas Theis und einmal Anna Obel fragen sich, warum die Personen, die die Kapsel sichern, schwere Atemschutzmasken tragen. Ja, zum einen weiß ich gar nicht, also das sind zum einen Taucher, die sind einfach mit ihren normalen Geräten ausgestattet, damit sie auch sozusagen unter Wasser arbeiten können. Das zweite ist natürlich, dass das erste Sicherungsteam die Aufgabe hat, zu untersuchen, ob giftige Gase, zum Beispiel Treibstoff, die eben noch in der Kapsel ist, dann ausgetreten wäre. Und die müssen natürlich, dieses erste Team muss natürlich Atemschutzgerät dabei haben, in dem Fall, dass es so wäre, dass die dann geschützt sind. Aber das hat sich eben nicht herausgestellt, das heißt, Gott sei Dank nicht passiert, das ist auch, wäre auch ein außergewöhnlicher Fall. Und dafür haben eben diese Notfallausrüstung dabei, damit denen dann nichts passiert. Und an welcher Stelle wird die Kapsel geöffnet? Vielleicht, dass wir da schon mal wissen, auf wo wir. Ah, jetzt bewegt sie sich, wie Sie gesagt haben, genau, diese 10 Meter wahrscheinlich. Ja, also mit dem Drachennest wird die Kapsel jetzt praktisch in das Schiff reingefahren, zu dieser Plattform, von der Dieter gesprochen hat. Und dann wird daran gearbeitet, dass die Tür eben aufgemacht wird, die Luke, die übrigens jetzt interessanterweise praktisch 180 Tage oder lange schon gebraucht war, einfach zu war. Ja? Die ist das letzte Mal aufgemacht worden beim Start. Ja. Und jetzt sehen wir auch gerade, dass da mit einer Flüssigkeit... Erfolgt über das Docking-Modul unter der Nase. Mhm. Okay. Und jetzt sehen wir auch gerade eine Flüssigkeit. Ist das Wasser? Was wird da gerade benutzt? Müssen wir da hinten auf das Bild schauen. Wir haben hier einen leichten Verzug hier. Wir sehen das gar nicht. Ich habe jetzt leider gar nicht gesehen, was da passiert ist. Nein, das haben wir nicht mitgekommen. Da hinter uns schon. Aber man sieht jetzt schon genau das, was ich vorher gesagt habe. Die Kapsel ist jetzt an diesem Deck angekommen. Die Luke ist jetzt sozusagen auf Deckhöhe. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, eben die Luke zu öffnen und ein erstes direktes Wort mit den Astronauten zu wechseln. Und dann beginnt die Sequenz des Ausstiegs der Astronauten. Im Normalfall steigen zuerst die beiden Mittleren, also der Commander und der Pilot, aus der Kapsel aus und danach die beiden Passagiere, die mitfliegenden Passagiere, nämlich Kyla Barron und Matthias Maurer. Mhm. Und ja, jetzt sehen wir auch direkt, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt auch gerade schon sehen, wenn Sie einen leichten Verzug haben, aber jetzt sehen wir jemand, der also tatsächlich schon oben an der Luke hantiert, eine Leiter wurde angestellt. Ist das das Bild, was Sie auch haben? Ja. Okay. Prima. Ja, wir sehen das. Wir müssen uns nur leider umdrehen, weil unser Bild auf unserem Laptop hier etwas verzögert ist. Aber wenn wir uns nach hinten schauen, dann sehen wir das ganz gut. Und da sieht man jetzt eben den entscheidenden Schritt,
dass eben jetzt jemand da sich an der Luke betätigt und dann wird das eben der nächste Schritt sein, dass die Luke dann aufgeht. Und vielleicht bekommen wir auch gleich ein paar schöne Bilder von den Astronauten. Da muss ich dann drauf warten, wie die NASA sozusagen die Bilderregie macht. Und da sind wir natürlich auch weit weg. Und jetzt, ja, ich vermute, das wird etwas gereinigt, damit eben der Abbrand beim Wiedereintritt hinterlässt natürlich Spuren. Man sieht die Spuren ganz deutlich auf der Kapsel. Und damit ins Innere davon nichts reinkommt, wird die Kapsel vermutlich außen etwas abgespritzt. Und dann, das hat man damit dann erledigt. Aber die Spuren, das macht der ganzen Kapsel ja nichts, denn die soll wiederverwertet werden, richtig? Ja, nichts ist vielleicht der falsche Ausdruck. Natürlich müssen die Spuren beseitigt werden, möglicherweise ein paar Hitzeschildteile ausgetauscht werden. Da bin ich natürlich jetzt nicht der Experte dafür, aber die Kapsel wird auf alle Fälle wieder hergerichtet und für den nächsten Flug dann vorbereitet. Wann der sein wird, das kann ich jetzt momentan nicht sagen, aber es wird sicher einige Monate dauern und dann wird die Kapsel wieder eingesetzt und wie beim Space Shuttle auch, natürlich mit deutlich weniger Aufwand, muss man die Kapsel natürlich durchchecken und sicher sein, dass alle Funktionen wieder so eingebaut sind und verwendbar sind, dass die nächste Crew wieder ohne Probleme damit fliegen kann. Jetzt sehen wir schon die ersten Fotografen, die sich in Stellung bringen. Ja, was sieht man im Hintergrund? Richtig. Genau, das ist das, die Fotografen. Das Begrüßungsteam macht sich jetzt sozusagen fertig. Das sind zum einen Fotografen, es ist auch jemand jeweils von dem Crew Office dabei, also von der ESA, von der NASA und ganz wichtig auch ein Flugarzt, der natürlich jetzt als erstes einen kurzen medizinischen Check macht mit der Crew, um sicherzustellen, dass gesundheitlich alles in okay ist. Und jetzt sehen wir, dass die Luke offen ist. Sehr schön. Mhm. Ja. Ja, das ist der nächste Schritt. Und jetzt sieht man links auf dem Bild den ersten Bodenteam, der ersten aus dem Bodenteam, der mal in die Kapsel rein sieht und mit den Astronauten redet und den ersten Kontakt, den direkten Kontakt aufnimmt und natürlich eben fragt, ob alles in Ordnung ist, ob die normale Sequenz eingehalten werden kann und dann werden wir sehen die nächsten Schritte, die dann eben dazu führen, dass dann nacheinander die Astronauten aus der Kapsel rausgeholt werden. Und Sie haben recht. Das ist ja, dann im Prinzip die Kapsel ist offen und der erste Kontakt. Ende der Mission. Ja. Man sieht ja, jetzt gerade genau. Den Schuss und den Gegenschuss. Ja, richtig. Da scheint ja alles sehr positiv abzulaufen. Es wird der Ablauf durchgesprochen über die nächsten Minuten und dann werden die wahrscheinlich als nächstes diese Liegen werden gebracht werden und einer nach dem anderen steigt dann aus. Es ist ja so, im Gegensatz zu Missionen von vor 50 Jahren, als das Training zum Beispiel noch nicht so gut war, sind die Astronauten ja inzwischen gut trainiert auf der Raumstation. Es gibt viele Geräte, Laufbänder, so eine Art Gewichtheber. ARED ist das simuliert Gewichtheben, natürlich mit Gummibändern auf der Raumstation, wo die Astronauten in der Lage sind, sich fit zu halten. Das heißt, nach 6 Monaten sind die normalerweise gesundheitlich noch sehr gut aufgestellt und haben keine Probleme, aus der Kapsel rauszukommen. Da gab es früher natürlich ganz andere Bilder, aber da hat man natürlich deutliche Fortschritte gemacht in der ganzen Trainingswelt und in der medizinischen Betreuung der Astronauten. Aber trotzdem sagten Sie, das wird jetzt wahrscheinlich auf Liegen passieren, also dann doch der Ausstieg. Ja, sicher. Man ist natürlich vorsichtig, wie der Herr Schmidt vorher schon gesagt hat. Zum Beispiel das Gleichgewichtsorgan muss sich ja erst wieder an die 1G-Umgebung gewöhnen. Und man will ja hier nicht Unfälle provozieren, indem man die zu schnell dann wieder sozusagen ans Gehen bringt. Und ist vorsichtig, dass man die ersten Minuten natürlich sie im Sitzen liegen dann transportiert.
aber die Adaption geht normalerweise sehr schnell und wir werden wahrscheinlich am Abend den Matthias Maurer schon wieder aus dem Flugzeug aussteigen sehen, gehe ich davon aus. Da werden wir gleich nochmal mit dem Kollegen in Köln drüber sprechen. Ja. Sondern was noch? Was leidet noch? Es ist ja nicht nur sondern auch der Herzmuskel, das kardiovaskuläre System. Und das ist natürlich was, wo man hier aufpassen muss. Wenn ich den Astronauten gleich aufstelle, dann kann es leicht sein, dass ihm einfach schwindlig wird und er zusammenbricht. Und deswegen macht man das halt besser im Liegen. Dominik Istnett fragt bei YouTube, um eben das physiologische System des Astronauten nicht zu überlasten, gleich nach der Rückkehr. Leider, die Zeitverzögerung führt dazu, dass wir uns immer ein bisschen reinreden, oder ich Ihnen vielmehr. Aber ich habe eine Frage bei uns im Stream, die passt auch ganz gut dazu. Dominik Istnett fragt, gibt es eine Obergrenze der Dauer, die man auf der ISS bleiben darf? Also wegen kosmischer Strahlung zum Beispiel, fragt er sich. Oder vielleicht auch eben, weil es für den Körper sonst zu anstrengend werden könnte. Natürlich wird auf die kosmische Strahlung Rücksicht genommen und es gibt viele Experimente oder auch Subsysteme an Bord, die die Strahlung messen und daraus wird dann abgeleitet, wie hoch die Belastung für die Astronauten war. Das war bei Matthias Maurer sicher im normalen Bereich. Das liegt ja auch daran, dass die niedere Erdumlaufbahn immer noch im Magnetfeld der Erde liegt und dadurch abgeschirmt wird. Das heißt, also es ist zwar höher die Belastung als hier unten auf der Erde, aber zum Beispiel nicht so hoch wie am Mond. Und von daher, und man hat inzwischen die Erfahrung und sehr viele Messgeräte auf der ISS, dass man das abschätzen kann, ob die Belastungsgrenze erreicht sein würde und ob da irgendwelche Maßnahmen getroffen werden müssten. Aber das war eben nicht der Fall. Mhm. Und jetzt sieht es ganz schön nach Warten noch aus. Was wird gerade noch besprochen? Was vermuten Sie? Also in der Kapsel müssen auch einige strukturelle Veränderungen noch gemacht werden. Das sind sogenannte Foot Restraints drin, die erstmal ausgebaut werden können. Also es muss auch die Kapsel so hergerichtet werden, dass die Astronauten überhaupt herauskommen können. Und dann müssen die Astronauten natürlich losgeschnallt werden und so weiter. Also das sind noch einige Sachen, die hier passieren. Die ersten Proben, denke ich, werden jetzt auch schon rausgenommen. Es gibt Experimente, die gekühlt heruntergebracht werden müssen und die müssen ganz schnell halt sichergestellt werden, wieder in den Kühlschrank. Das sind ganz viele Sachen, die jetzt einfach Schritt für Schritt, es werden Prozeduren abgearbeitet, die sicherstellen, dass die Astronauten dann in Kürze hoffentlich aussteigen können. Und wie viel Kontakt hatten Sie eigentlich zu... Sagen Sie bitte zuerst. Man sieht gerade das Losschnallen, wollte ich bloß noch sagen. Ah, okay. Man sieht gerade, dass die Kugel losgeschnallt wird, genau. Mhm. Ich wollte Sie gerade noch fragen, wie viel Kontakt Sie zu Matthias Maurer hatten. Regelmäßig? Mhm. Ja, von uns gab es regelmäßigen Kontakt. Wir haben jede Woche eine Crew-Konferenz durchgeführt mit Matthias Maurer, wo man die weiteren Abläufe besprochen hat oder eben auch nachbesprochen hat, was gut oder vielleicht auch nicht ganz so gut gelaufen ist. Das war im regelmäßigen Ablauf in den letzten 6 Monaten. Das ist natürlich jetzt zum Abschluss gekommen und alles natürlich per Voice Loops, also mit Audiokanälen, hin und manchmal auch per Videokanäle, die eben dann deutlich mehr Präsenz vermitteln, aber die natürlich auch deutlich aufwendiger sind. Deswegen macht man sich nicht jede Woche. Das war unser regelmäßiger Kontakt. Und das ist sozusagen auch das, was über den normalen Kontakt hinausgeht, den wir mit den Astronauten haben, die nicht von der ESA sind. Da gibt es jeden Tag eine Daily Planning Conference, wo jedes Kontrollzentrum, das auf der ISS mitwirkt, eben kurz mit den Astronauten austauschen kann über das Tagesgeschäft, was in diesem Tag gemacht werden soll. Wir alle konnten jetzt hatten wir schon. Ja, bitte. Sagen Sie. Man sieht jetzt schon die nächsten Vorbereitungen. Es ist eine Rampe angelegt worden. Und wie der Tom vorher schon gesagt hat, das Abschnallen geht weiter. Und wie man sieht, beschäftigen sich die Bodencrew als erstes mit den beiden mittleren Astronauten, mit dem Commander und dem Piloten, also Chaya und Mushburn. Und die werden dann als erstes aussteigen, wenn die ganzen anderen Vorbereitungen durchgeführt sind.
Ich wollte gerade noch sagen, dass wir alle, aber ja, die Miss... Die Liege ist ja auch schon da. Okay, die erste Liege ist schon da. Und bis da also jetzt gleich jemand auf der Liege liegt, können wir vielleicht mal zusammen schauen auf meinen Bildschirm, wir alle hier im Stream, denn Matthias Maurer hat uns alle teilhaben lassen an seiner Mission und ganz viel gepostet, hier zum Beispiel bei Instagram. Und hier hat er, ich öffne mal einen Beitrag, vor erst 2 Tagen Fotos gepostet von sich in Kompressionshosen, die er also unter seinem SpaceX-Raumanzug trägt, um den Kreislauf beim Wiedereintritt in die Schwerkraft der Erde zu unterstützen, schreibt er. Und da sieht man ihn, postet in dieser speziellen Hose noch oben auf der Raumstation. Also da hat er sich scheinbar auch vorbereitet. Diese Hose soll ja verhindern, also dass sich das Blut in den Beinen staut. Und wir können also nochmal zurückschauen, ob jetzt auf der Liege schon was passiert. Na, aber kurz davor. Genau, alles klar. Also als erstes kommen die beiden vorderen Personen aus der Kapsel. Das sehen wir hier. Und vielleicht nochmal nach Oberpfaffenhofen dann auch nochmal mit der Frage, also ich habe es eben gerade gezeigt auf den Bildern von Matthias Maurer, er trägt also nicht nur den Anzug, sogar unter dem Anzug auch spezielle Kleidung. Hat er verraten, wie er sich sonst vorbereitet hat für die Rückreise? Ja. Wir hatten eben noch letzte Fragen an ihn. Er hat natürlich die Übergabe gemacht mit seiner Nachfolgerin Samantha Cristoforetti, die eben nahtlos, eben sogar mit einer Woche Überlappung, die ESA-Experimente weiterführt und die jetzt dann in den nächsten 6 Monaten mit uns zusammenarbeiten wird und mit ihrer Minerva-Mission, die natürlich den Fokus mehr auf italienische Experimente legen wird, aber die natürlich viele ESA-Experimente, die Matthias Maurer angefangen hat, fortsetzen wird. Der erste Astronaut ist ausgestiegen. Mhm. Ja, da haben wir schon ein schönes Bild. Da sieht man eben, ja, er sitzt und das ist eben die Vorsichtsmaßnahme, dass man eben die Adaption zulässt und den Astronauten Zeit gibt, sich in die neue alte Umgebung wieder einzufinden. Und das sollte jetzt eigentlich nicht mehr lang dauern, wenn jetzt mal der erste ausgestiegen ist, sollte die Prozedur in wenigen Minuten dann auch durchgeführt werden. Und dann sehen wir hoffentlich auch in wenig kürzer Zeit auch den Matthias Maurer dann, wie er die Kapsel verlässt. Und Daumen hoch hat er gezeigt. Also das hat schon mal wunderbar funktioniert. Und jetzt dann direkt die nächste Person, nehme ich an. Jo. Genau, jetzt kommt die nächste Person. Nach unserer Information wird der Matthias Maurer als letztes aussteigen. Ja, sind wir mal gespannt. Genau, sind wir mal gespannt und haben noch ein bisschen Zeit, auch noch mal über das letzte halbe Jahr zu sprechen. Denn Sie haben das ja begleitet, also auch mitbegleitet, diese Mission. Und was war denn für Sie vielleicht auch ein spannender Moment? Denn ich habe gelesen, dass tatsächlich dieser Außeneinsatz an der ISS wohl für Matthias Maurer auch besonders war und besonders aufregend, besonders knifflig war. Hat er Ihnen das auch so berichtet? Ja, überdies, da haben wir jetzt nicht intensiv drüber gesprochen. Das lief mehr auf der fachlichen Ebene, natürlich der Austausch. Er hat ja für uns speziell auch eben Außenbord für Columbus Arbeiten erledigt. Da haben wir uns natürlich mit ihm darauf vorbereitet. Und nachher haben wir natürlich gleich überprüft, ob das auch richtig geklappt hat. Es gab ja die fehlenden Kabel für diesen Betrieb der Bartolomeo-Plattform, die wurden jetzt von Matthias Maurer eingesteckt und inzwischen haben wir auch gehört, dass das erfolgreich war und der Checkout dieser Plattform läuft jetzt ganz nominell und wir erwarten, dass wir Anfang nächsten Jahres dafür dann erste Experimente bekommen und das ist auch eine der neuen Teile auf der Raumstation. Das ist nämlich eine kommerzielle Plattform, die von Airbus betrieben wird
Und das ist sozusagen der neue Schritt in der bemannten Raumfahrt, dass wir auch eben kommerzielle Anbieter zulassen, wie hier die Kapsel, die von SpaceX geflogen wird. So ist die ESA auch, hat inzwischen kommerzielle Anbieter an Bord genommen und nimmt da eben auch das mit in die Erweiterung der Möglichkeiten der bemannten Raumfahrt. In der Zwischenzeit haben wir auch einen zweiten Ausstieg gesehen, meine ich. Sie haben es ja angesprochen, also die US-Kollegen sind zuerst dran gewesen. Tom Mashburn hatten Sie gesagt und die zweite Person, war das Kayla Barron oder Raya Chari, meine ich, richtig? Raya Chari, ja. Chari. Der ist, die sind die beiden ersten gewesen, weil die in der Mitte sitzen. Wie gesagt, sind beiden Pilot und Commander und die durften als erstes aussteigen. Und jetzt kommen die seitlichen beiden Astronauten dran, die auf den seitlichen Sitzen sehen, wie man ja zu Beginn unserer Übertragung gesehen hat, als das Bild von innen von der Kapsel war, sitzt eben der Matthias Maurer links außen und deswegen muss er sich noch etwas gedulden, bis er dann abgeschnallt wird und auch aus der Kapsel aussteigen darf. Und bevor Aber nach der langen Zeit, glaube ich, sind die paar Minuten noch gut zu überstehen. Das stimmt, oder vielleicht auch gerade nicht. Aber bevor es für ihn nach Deutschland geht, was passiert dort vor Ort als wirklich direkt nächstes? Sie landen auf dieser Liege und dann, wohin geht es danach? Es gibt auf dem Schiff für jeden Astronauten einen Raum, wo er dann auch eben seinen Anzug ausziehen kann und die normale Bekleidung wieder für die Erde anziehen kann. Und dann wird, soweit wir gehört haben, ein kurzer Check gemacht, ein Health-Check, ein Gesundheitscheck. Und dann geht es aber auch schon ziemlich schnell, nach spätestens einer Stunde mit dem Hubschrauber dann an Land, wo die nächsten Untersuchungen durchgeführt werden. Und dann mit einem Flugzeug Richtung Arlington Air Force Base, wo dann das Flugzeug, das deutsche Flugzeug schon landet, das dann den Matthias Maurer zurück nach Deutschland bringt. Mhm. Ich habe gerade noch mal ein bisschen hier im Netz geschaut. Da trennen sich dann die Wege zwischen den vier Astronauten. Die drei amerikanischen Kollegen und Kolleginnen werden dann natürlich in USA bleiben und dort weiter betreut werden. Und er ist vorerst dann mal in Köln und wird die ersten zwei Wochen im NVHAB verbringen. Später dann natürlich werden sie dann natürlich auch wieder gemeinsam die Nachbereitung machen. Genau, und in dieses Europäische Astronautenzentrum nach Köln zu dem Missionsleiter, zu Herrn Schmid, schalten wir auch nochmal, aber erst nach dem Ausstieg natürlich von Matthias Maurer. Dann können wir mit ihm am Ende der Sendung nochmal darüber sprechen, wie es dann also in Deutschland weitergeht. Jetzt für den Moment bleiben wir natürlich noch bei Ihnen und bei dem spannenden Moment, wann er denn tatsächlich aussteigt. Ich schaue nochmal hier in unsere Fragen im Stream. Und zwar schreibt Roland Meyer, der wievielte SpaceX-Flug zur ISS ist das jetzt eigentlich? Gibt es überhaupt noch andere, die Sie anfahren? Also der erste Teil, das war jetzt die Crew 3, das heißt der dritte offizielle Flug der Crew Dragon zur ISS und davor gab es einen Demo-Flug. Das heißt also insgesamt ist es der vierte bemannte Flug der Dragon zur ISS. Inzwischen hat er auch schon der fünfte stattgefunden mit der Samantha Cristoforetti. Und dazu muss man natürlich, das sind jetzt die Flüge, die NASA bezahlt, und dazu gab es noch einen Flug vor gerade vier Wochen, den ersten privaten finanzierten Flug zur ISS, die sogenannte Axiom 1 Mission, die auch die Crew Dragon benutzt hat. Also sind inzwischen schon sechs Crew Dragons an der ISS angedockt. Mhm. Und dann schaue ich nochmal nach weiteren Fragen oder Kommentaren. Hier schreibt die Blobs bei YouTube, ich wäre lieber im All als hier auf der Erde. Ja, gut, das ist nur ein paar wenigen vergönnt. Wobei, durch so ein Unternehmen wie SpaceX wird es natürlich auch immer mehr. Jetzt sehen wir die dritte Person. Richtig? Wer ist das? Die dritte Person ist schon draußen. Die dritte Person ist schon raus aus der Kapsel. Und jetzt, den wir jetzt gerade hier gesehen haben, jetzt ist das Bild bei uns wieder weg, ist dann wirklich der europäische Flugarzt, der jetzt auf den Matthias Maurer wartet. Also der Nächste, der aussteigt, wäre jetzt dann der Matthias Maurer. Wir sehen ihn hier. Hier wird er gerade
Es wird ganz vorsichtig herausgehoben. Das sollte der Matthias Maurer jetzt sein. Okay. Wir sind gespannt. Mhm. Kann nicht mehr lange dauern. Da ist natürlich die Sicht jetzt hier drinnen ein bisschen versperrt, aber gleich werden wir es sehen. Genau, jetzt sollte er schon draußen sein. Jetzt hoffen wir, dass die NASA das Bild umschaltet, dann können wir ihn auch draußen sehen. Das wäre sonst gemein. Da ist er. Ja, da sehen wir ihn. Und welcome back, Matthias Maurer. Und wir freuen uns, dass es ihm gut geht. Und jetzt kann er sich wieder auf das Leben auf der Erde nach 6 Monaten Schwerelosigkeit vorbereiten. War ja eins der Sachen, die er gesagt hat, die ihm am meisten, wo er sich am meisten drauf freut, ein frische Luft auf der Erde wieder schnaufen. Wir haben mit Matthias Maurer, denke ich, eine besondere Beziehung hier im Kontrollzentrum, weil er bei uns im Team lange als Eurocom mitgearbeitet hat, also als derjenige im Team, der mit den Astronauten redet. Und da freut es uns natürlich jetzt besonders, dass er seine erste Mission als Astronaut auch jetzt abgeschlossen hat. Dann wünschen wir Ihnen heute einen schönen Tag, an dem Sie feiern können im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Vielen Dank an Dieter Sabbat und Thomas Uhlig. Dann wir schalten jetzt ins Europäische Astronautenzentrum nach Köln, wo nach wie vor der Missionsleiter für uns steht, bereit steht. Und wir natürlich hier jetzt auch nochmal nachfragen. Er ist ausgestiegen, Matthias Maurer ist draußen. Und wie fühlt sich's an? Super, also es scheint ihm den Umständen entsprechend gut zu gehen. Danke sehr. Er hat gewunken, ja, also sieht sehr gut aus und bisher hat alles reibungslos geklappt offensichtlich. Genau. Wir sind erleichtert und froh, dass er zurück ist. Und dann erwarten wir ihn heute Abend auf jeden Fall hier in Köln und dann wird er in die Rekonvaleszenz eben hier ins NV-Hub gehen, am Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt in Köln. Ja, und die Kollegen sagten ja gerade, er freut sich sehr, er freut sich glaube ich auch auf eine Dusche, denn er hatte da oben 1/4 Liter Wasser für eine Dusche am Tag, das war auch beeindruckend. Und ich glaube, da ändert sich jetzt so einiges. Ne? Frischer Salat und so, das sind die Sachen, die wir so mitbekommen haben, wenn wir sprechen konnten. Also ich glaube, das wird ein Fest hier, oder? Ja, also da die Entbehrung, die man da oben hinnehmen musste, dafür natürlich eine tolle Aussicht und ein einzigartiger Arbeitsplatz. Das gibt es jetzt wieder. Frischer Salat, auch mal eine Cola vielleicht oder ein Sprudel und eine Pizza, sowas. Alles, was entbehrt oder vermisst wurde die letzten 6 Monate. Und das kommt jetzt nach und nach wieder. Die nächsten Tage, denke ich, ja. Und er hatte ja auch saarländisches Essen dabei, also aus seiner Heimat in den Dosen. Also man hat wohl fürs All ganz gut gegessen da oben. So viel kann man vielleicht noch ergänzen. Das auf jeden Fall. Also die Küche sozusagen oder die Nahrungsmittel, die sind sehr, sehr gut geworden, auch geschmacklich. Und auch das, vor allen Dingen das Bonusfood und die saarländischen Spezialitäten, die werden dann geteilt mit den Kollegen, mit der Crew. Das ist so ein soziales Event, immer gegessen wird zusammen. Und das ist auch wichtig eben für die Motivation. Das gute Essen hält auch da oben Leib und Seele zusammen, das ist so. Er ist Saarländer. Susanne, du hast es angesprochen, deswegen hast du ihn auch insbesondere begleitet. Du bist Studioleiterin bei uns im Studio im Saarland. Aber bis er dahin zurückkehren kann, das dauert noch eine Weile. Zeichnen Sie uns vielleicht noch mal kurz den Weg vor, Herr Schmid, jetzt die nächsten 2 Wochen. Was passiert dann genau mit Matthias Maurer? Wann treffen Sie auf ihn? Ja, also wir werden ihn heute Abend abholen am Flughafen, wenn er ankommt. Wurde ja gesagt, er geht jetzt mit dem Hubschrauber rüber und dann nach Tampa und dann mit dem Flieger nach Ellington Air Force Base bei Houston und dann mit der Flugbereitschaft eben hier nach Köln zum militärischen Teil. Dort erwarten wir ihn heute Abend und dann kommt er hierher ans NV-Hub. Und hier ist, wenn man so will, eine Wohnung eingerichtet oder einen Raum für ihn eingerichtet, wo er dann heute auf jeden Fall erstmal bleibt und auch die nächsten 2, 3 Wochen hier
regelmäßig untersucht wird. Das wird natürlich jetzt in den ersten 2 Wochen jeden Tag sein. Und da wird alles gecheckt. Also der gesamte Organismus, alle Untersuchungen, Gleichgewichtsorgan, Blut, Urin, alles, was man medizinisch machen kann, um die Werte zu erheben. Das ist ganz wichtig. Das ist so die sogenannte Baseline Data Collection. Das geht auch dann in Datenbanken ein, natürlich datengeschützt auch, das ist ganz wichtig. Eben da auch Kenntnisse zu erhalten, wie wirkt sich die Schwerelosigkeit bei jedem Individuum, welches fliegt, aus langfristig. Und er hat oben ja unterschiedliche Programme auch gemacht, Ernährung, Fitness, ja, das wird alles geprüft, alles untersucht und dann eben korreliert, die Daten miteinander abgeglichen. Und das ist ganz wichtig, dass man sich zukünftig da noch besser im Training optimieren kann, noch besser vielleicht auch die Ernährung abstimmen kann auf solche Langzeitmissionen. Stichwort ist vorher angeklungen, wie lange hält man so eine Mission aus? Also ein halbes Jahr ist schon herausfordernd, das geht mittlerweile aber ganz gut. Ein Jahr wird schon extrem herausfordernd nochmal auf der ISS. Das ist aber beabsichtigt, wenn man Richtung Mond, Mars gehen will, dann braucht man solche Zeiträume. Und dafür sind unter anderem diese Daten notwendig, dass man Training, Ernährung und Protokolle so aufeinander abstimmen kann und den Menschen auch wieder sicher zurückbringen kann. Das wird dann hier über die nächsten 2-3 Wochen gemacht. Ist genauso, wie man sich an die Schwerelosigkeit anpassen muss. Im All muss man sich unten am Erdboden auch wieder adaptieren. Gleichgewichtsorgan, der Blutkreislauf, Herz-Kreislauf-System, Atmung, alles muss sich wieder anpassen. Immunsystem, ganz wichtig. Das dauert eben seine Zeit und das sollte hier in kontrollierter Umgebung passieren. Jetzt ist jedes Individuum natürlich anders. Jeder Mensch reagiert anders. Und wenn er in guter Verfassung ist, dann kann er vielleicht schon nach 2-3 Tagen zu Hause wieder schlafen, muss dann aber jeden Tag hier reinkommen und dann eben hier auch sein Programm durchführen. Und ich denke mal, so nach 3-4 Wochen, ist er dann soweit wiederhergestellt. Dann geht es an die Debriefings, wird er wahrscheinlich in die USA gehen, erstmal bei NASA Bericht erstatten und mit dem Team so ein erstes Debriefing machen. Und dann haben wir ihn auch irgendwann später im Jahr noch mit verschiedenen Terminen. Dann kommt die sogenannte Post-Flight-Phase mit vielen PR-Terminen, wissenschaftliche Debriefings auch. Da werden wir ihn dann auch sehen, auf jeden Fall. Dann wünschen wir ein schönes Wiedersehen heute Abend. Vielen Dank, Volker Schmid, Missionsleiter des DLR. Und vielen Dank, Susanne Freitag. Du hast außerdem eine Doku für uns gemacht über Maurers Zeit auf der ISS. Die können alle sich anschauen in der ZDF-Mediathek. Vielen Dank für die Zeit und Einordnung heute Morgen. Und wir sagen natürlich auch vielen Dank an euch fürs Zusehen, alle, die es so lange ausgehalten haben und auch so früh aufgestanden sind. Natürlich, wir schauen nochmal zusammen jetzt gerade auf die spektakulären Bilder. Matthias Maurer, der jetzt mit dieser kleinen Kapsel, hier sieht es wirklich noch eine winzige Kapsel und Fallschirme, 4 Stück obendran, ganz sicher gelandet ist und große Freude bei der NASA, dass das also so gut geglückt ist. Und er wieder sicher mit seinen amerikanischen Kolleginnen und Kollegen zurück auf der Erde ist. Zum Ende greife ich noch gerne einen Kommentar hier von Christian Kröll bei YouTube auf, der schreibt, der Frieden zwischen den Nationen auf der ISS, so viele verschiedene da oben, sollte auf der Erde ebenfalls vorherrschen, wünscht er sich. Und Manuela kommentiert, ja, das wäre der Himmel auf Erden. Damit entlasse ich euch in den Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.